Hey Leute, was geht? Schon's denn jetzt? Willkommen zu einem weiteren Video zu EAFC 25. Und ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal ein komplettes Video darüber, wie man richtig schnell, richtig einfach viele Münzen zum Start von EAFC 25 machen kann. Denn ich denke, das ist der Traum von jedem. Extrem viele Münzen haben, sich keine Sorgen mehr machen müssen und sich die geilsten Spieler kaufen können. Leute, bei Looper findet ihr die günstigsten FC 25 Coins, mit denen ihr euer Team dicke upgraden könnt. Ihr seid das safe, liefert euch schnell, die Preise sind top. Ihr könnt das gerne mit anderen Shops vergleichen. Bei Looper sind die Preise wirklich am besten. Und mit meinem Rabattcode spart ihr sogar noch zusätzlich dicke, deswegen ist es gar kein Wunder, dass die Rezensionen auf der Website Weltklasse sind und weltweit Top-FIFA-Content-Creator auf Lootbar vertrauen. Ihr habt sogar einen 24-7-Service, den ihr mal Fragen stellen könnt, der euch immer direkt alles beantwortet und das ist auf jeden Fall top. Und bei Lootbar könnt ihr mit ganz wenigen Klicks ganz schnell und ganz easy euch eure Coins gönnen. Wenn ihr jetzt zugreifen wollt, checkt den Link in der Beschreibung und nutzt auf jeden Fall meinen Code für den besten Preis. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Das ist ja mal ganz anderer Content, aber ich habe mir zu diesem FIFA überlegt, auch mal zu Sachen Videos zu machen, die ich sonst noch gar nicht gemacht habe. Und erst recht, weil ich ja normalerweise gar nicht so viel trade, aber mich jetzt echt damit befasst habe, kann ich das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen besser erklären und einfacher für die Leute, die auch keine Ahnung haben als andere Kanäle, die sich nur mit Trading beschäftigen. Wir gehen das Ganze auch Step by Step durch. Selbst wenn ihr gerade erst euer Ultimatum gestartet habt, wenn nur Coins noch oben dran stehen, dann kriegt ihr von mir jetzt auch direkt die ersten Tipps, wie ihr das ändert. Denn damit ihr wirklich Coins machen könnt, müssen natürlich oben auch ein paar Coins stehen. Anders kommt man nicht voran. Solange da eine Null steht, ist es ganz schwer voranzukommen. So, und ich bin jetzt schon bei mir in FIFA Ultimatum drin, damit ich das Ganze bei mir an der Konsole zeigen kann. Denn der erste Step, wenn man noch gar keine Coins hat, um gut Coins zu machen, ist, sich die zu erspielen. Und es gibt gerade ein paar sehr, sehr geile Methoden, wo man mit relativ wenig Arbeit übertrieben geile Packs und richtig viele Münzen bekommen kann. Und die Münzen, die man dann dadurch hat, die kann man dann durch Trading, Investment, Sniping und so nutzen, um noch mehr Coins zu machen. Aber wie gesagt, der erste Step ist erstmal, dass oben die ersten 20, 30, 50.000 Coins stehen, bevor man so richtig arbeiten kann. Klar, man kann schon mit 2.000, 3.000 Coins auch schon anfangen zu investieren, zu flippen und zu traden, aber es geht schon deutlich einfacher, wenn man schon mal so 50.000 hat und die kann man halt mit Elf-Spielen sehr einfach, sehr schnell kriegen. Und deswegen sage ich euch jetzt, wir am schnellsten, ganz schnell geile, viele Coins bekommt. Und das geht über die Ziele, nämlich über die Meilensteine. Was müsst ihr da beispielsweise machen? Ihr müsst mit einem Bronze-Team spielen, mit einem Silber-Team spielen, Vorlagen machen, Tore machen. Hier gibt es 100k-Sets, hier gibt es alles drum und dran. Ich blende euch mal die genaue Liste ein, die ihr bekommt. Ihr müsst ungefähr 50 Matches machen. Davon sind aber, glaube ich, 20 Squad-Battles und 30 macht ihr gegen einen Kollegen, der schon direkt in der ersten Minute quitten kann. Das heißt, man kann es ganz locker innerhalb von einem Tag machen und man hat am Ende Packs im Wert von über 500.000 Münzen, die man ziehen kann, wo man vielleicht geile Sachen drin hat, die kann man verkaufen und dann hat man safe eigentlich schon sein Startbudget, um weiter Gas zu geben. So, und jetzt ist Step by Step eingeblendet, wie das Ganze funktioniert. Step 1, seht ihr gerade eingeblendet, ja, das sind die ersten Matches, die ihr machen müsst mit dem bestimmten Silberteam. Jeder hat ja am Anfang First Owner Silberkarten, ansonsten müsst ihr ein, zwei Silberpacks ziehen. Weil notfalls geht es auch mit anderen Karten, es müssen jetzt gar keine Silberkarten sein. Nur falls ihr Silberkarten habt, First Owner 11 Stück und das für euch möglich ist, nutzt auf jeden Fall ein Team mit 11 First Owner Silberkarten, weil ihr dann noch weitere Packs erspielt. Aber wenn ihr das Ganze mit ganz normalen Goldkarten oder so macht, erspielt ihr auch immer noch sehr viele Packs. Auf jeden Fall ist euer Ziel erstmal Squad Battles auf der einfachsten Stufe einfach spielen und ihr macht 50 Power Shirt Tore, 10 Lupfer Tore und noch 145 weitere Tore. Klingt sehr viel, ist auch nicht wenig, kann man aber tatsächlich sogar locker in 5, 6, 7 Matches machen gegen Squad Battles auf der allerniedrigsten Stufe, weil die halt quasi wie AFK sind und ihr dann einfach die Tore macht. Man kann sogar nebenher Fernseher gucken, keine Ahnung was machen. Step 2, ihr behaltet immer noch euer First Owner Silber Team. Ist übrigens auch wichtig, dass die Bank auch First Owner ist anscheinend. Und ihr geht in Matches gegen Kollegen, also ihr ladet einen Kollegen zu einem Match ein, ihr startet rein, ihr macht ein Tor, geht euer Kollege kann auch ein Eigentor machen und dann quittet euer Kollege und dann zählt es ja für euch als Sieg und als Sieg mit einem Silberteam, was der Grand Objectives auch voranbringt, da macht ihr nämlich, das macht ihr 20 Mal und jetzt braucht ihr noch ein volles Bronze-Team, Startelf-Bank, alles Bronze, First Owner und dann geht ihr auch wieder immer mit einem Kollegen in ein Match, ladet ihn ein, macht ein Tor, er macht ein Eigentor, wie auch immer, sobald ihr führt, geht er aus dem Match raus und das Ganze zählt auch schon für euch als Tor, als Sieg, als Match mit einem Bronze-Team, alles drum und dran. Das heißt, jetzt habt ihr 50 Matches insgesamt und damit alles, was man so erreichen kann
habt ihr erreicht und ihr habt dicke Packs im Wert von 500k mitgenommen. Diese Packs sind jetzt auch nochmal eingeblendet. Das sind 2x100k Packs, 3x50k Pack, Mega Pack, 3x25k Packs, bla bla bla. Das ist echt so crazy viel. Alleine 100k Packs am Anfang von einem FIFA-Teil, ne? Also da kann man extrem mitarbeiten. Ihr könnt natürlich noch weiter reingrinden, aber ja, das ist quasi, was Zeitinvestment und Ertrag so im Verhältnis stellt, die beste Methode. Ihr könnt natürlich auch noch auf die 300 Torvorlagen, 400 Vorlagen, 500 Vorlagen gehen. Wobei, da kriegt man dann nichts mehr. Aber bei 400 kriegt man ja auch immer noch ein 100k Pack. Ja, dafür braucht man ja dann auch nochmal deutlich mehr Zeit, deutlich mehr Tore. Dementsprechend muss man da dann gucken, ob man das so weiter eingehen möchte. Aber wenn man das alles so wie auf den Screenshots gerade erstmal macht, einen Tag unterwegs ist, mal geile Packs, man macht viele Coins, dann, wo man auf jeden Fall auch farmen kann, was ein bisschen underrated ist, ist erstmal Squad Battles. Squad Battles in diesem FIFA hat viel weniger Spiele und viel geilere Rewards. Ich mag Squad Battles auch nicht so, gegen den Computer zocken ist nicht meins. Aber wenn ich jetzt mal gesehen habe, was es hier für Rewards gibt, also Elite 1 kann man auf jeden Fall erreichen, und dann sieht man hier, man kriegt ein Pack quasi mit einem garantierten Walkout, dennoch ein Team of the Week, dennoch 10 75er und noch ein seltenes Megapack und noch Coins oben drauf. Da kann man locker 100.000 Münzen mitmachen, also vielleicht einfach mal auch eine Woche hinsetzen, das mitnehmen, lohnt sich zum Start, weil mit den, aus den Coins kann man ja noch so viel mehr Coins machen. Und der Moments-Modus, der ist momentan sogar verbuggt, dass man alle Moments-Sachen ganz easy gegen den zweiten Controller machen kann. Das Ganze läuft so: Ihr geht auf Freundschaftsspiel und stellt Sofa-Gameplay ein. Ihr braucht einen zweiten Controller. Den habt ihr dann hier. Dann könnt ihr quasi hier einfach ein klassisches Spiel, das habe ich vorhin schon ein paar Mal gemacht, starten. Und wenn ihr dann hier ein klassisches Spiel gegen euren zweiten Controller startet, dann könnt ihr gleich direkt in der ersten Minute quitten. Und solange ihr dann quasi in der Ultimate Team Session drin bleibt, könnt ihr die ganze Zeit die Moments Sterne, wo es ja auch Packs gibt, also ihr könnt ja diese Sterne gegen Packs eintauschen, die auch tradable sind, wo auch gute Sachen drin sein können. Auf jeden Fall könnt ihr die dann ganz easy erspielen, weil ihr einfach nicht mehr gegen den Computer spielt. Also die ersten Aufgaben bei Moments sind ja sowieso super easy, wenn man da gegen Anfänger spielt. Aber später wird es auch ein bisschen schwieriger, und ja, diese Schwierigkeit gibt es jetzt einfach quasi nicht mehr. Also wir können hier jetzt einfach mal reingehen, starten jetzt diese Moments-Aufgabe, und ihr werdet sehen, guck mal, jetzt muss ich schon den zweiten Controller nehmen, der hier hinten, naja, der ist gerade am Kabel, ihr seht ihn nicht. Aber ich muss jetzt sogar schon den zweiten Controller bestätigen, was man ja normalerweise, wenn man gegen Computer spielt, nicht machen muss. Und jetzt seht ihr auch schon hier, jetzt hier einmal L1 drücken, dann kann ich an dem vorbeirennen. Ich drücke nochmal L1, kann hier vorbeirennen. Das heißt, man spielt jetzt quasi gar nicht mehr gegen den Computer gerade, sondern man spielt gegen seinen zweiten Controller und kann so einfach alle Aufgaben ganz schnell durchfahren auf den schwierigsten Schwierigkeitsstufen. Sich alle Moments-Sterne holen. Hier muss man jetzt nochmal Pass drücken mit dem zweiten Controller, damit es quasi als abgeschlossen gilt. Und die kann man dann auch wieder gegen Packs eintauschen. Das heißt, man kann sich ein, zwei Tage, solange es noch keine Weekend League gibt, ab da kann man ja dort richtig geil Rewards holen. Wobei, ist ja auch richtig schwer, dieses Jahr sich für Weekend League zu qualifizieren. Also das packt wahrscheinlich auch nicht jeder. Deswegen ist das so oder so auch für gute Spieler gerade die beste Methode. Und für schlechtere Spieler, die sowieso nicht schwer in die Weekend League nur kommen, ist das gerade sowieso eine Weltmethode. Die haben ja schwer andere Möglichkeiten, gut an Coins ranzukommen. Und da sollte man das ja alles zum Start auf jeden Fall nutzen. Und wenn euch das zu aufwendig ist, zu viel Zeitinvestment, kann ich auf jeden Fall auch verstehen, dann könnt ihr euch auch einfach FIFA-Coins kaufen. Ich sag ganz ehrlich, Lootbar ist ja mein neuer Sponsor, wo man sich FIFA-Coins gönnen kann. Selbst wenn man sich zum Start 100k holt für 15 Euro, 100k ist schon mal top, um halt ein Anfangspolster zu haben, und damit kann man sich dann hochtraden. Ja, das geht ganz easy. Ich habe das die letzten Jahre auch schon beobachtet. Andere YouTuber waren ja schon die letzten 2-3 Jahre wieder mit Coins-Seiten gepartnert. Früher war es ja so, dass jeder FIFA-YouTuber mit so einer Coins-Seite gepartnert war. Dann ging es aber los. EA hat das nicht gefeiert. EA hat versucht, Leute zu bannen, die sich da Coins kaufen und alles drum und dran. Haben das auch eine Zeit lang ganz gut hinbekommen. Aber jetzt seit 1-2 Jahren sind die Seiten halt so schlau, haben so gute Methoden, dass es ganz easy wieder funktioniert. Also die letzten Jahre habe ich das, wie gesagt, bei anderen YouTubern beobachtet, dass deren Fans die ganze Zeit gekauft haben, nichts passiert ist. Die YouTuber haben gekauft, und ich habe dann auch das Ganze am Ende vom letzten FIFA häufiger ausprobiert und mir dort Coins gegönnt. Dementsprechend kann ich hier auch ganz locker sagen, ihr könnt gerne meinen Partner Lootbar abchecken, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Mit dem Code PROUNS spart man sogar nochmal. Das heißt, man kann sich hier einfach 100.000 Münzen gönnen. Man kriegt immer nochmal einen Bonus auf die Münzen drauf. Und mit meinem Code PROUNS spart man nochmal etwas. Und dann kann man sich die einfach gönnen. Man muss dann seine Daten vom EA-Konto hier angeben.
Die kann man danach aber dann, sobald man die Coins hat, natürlich einfach wieder ändern und. Aber, ja, so kann man sich auf jeden Fall Coins gönnen. Zum einen, wenn man zu faul ist, sich diese Start-Coins zu erspielen. Ja, und einfach direkt schnell Coins haben möchte, um halt danach zu traden. Oder wenn man auch überhaupt gar keinen Bock hat auf Traden, gar keine Zeit reinstecken will, einfach direkt ein geiles Team haben will und Geldgefühl keine Rolle spielt, kann sich auch direkt 1 Million oder so gönnen und reinstarten. Also jeder, wie er will. Ja, nur dass das auf jeden Fall erwähnt ist, das funktioniert auch, wenn man sich viel, viel an Zeit und Arbeit sparen möchte. So, und sobald ihr oben ein bisschen was an Coins stehen habt, könnt ihr richtig Gas geben und die Coins erhöhen, erhöhen, erhöhen. Und was nie der Fall sein sollte, ist, wie es jetzt gerade bei mir ist, ich brauche halt die Coins oben, weil ich gleich eine Aufnahme habe bei Fürs Sky und sowas. Ich muss immer ein paar Coins flüssig haben. Ihr solltet aber vor der ersten Weekend League eigentlich nie Coins flüssig haben, weil der gesamte Markt, ganz FIFA ist am Steigen, ist gerade der perfekte Zeitpunkt, um zu investieren, Coins zu flippen, Spieler zu flippen, Geld zu machen. Und das Ganze funktioniert auf verschiedene Arten und Weisen. Ich zeige euch jetzt verschiedene Trading-Methoden, die man auch als Anfänger ganz easy umsetzen kann. Und ein Tool, das ihr dafür im Blick haben solltet, ist FoodGG oder Foodbin. Beide Seiten machen quasi das Gleiche. Ich bin mit keiner von gepartnert, mir egal. Auf jeden Fall solltet ihr aber eine Seite haben, die halt die FIFA Ultimate Team Datenbank hat und die alle Preise und sowas trackt. Zum Beispiel hier sehen wir ja alle Spieler. Wir können bei Endrick raufgehen, bei dem wissen wir zum Beispiel, der hat ja eine Price Range von maximal 5k. Der war hier auch extinct. Den konnte man da zum Beispiel mal gut snipen. Und der liegt jetzt bei 10k. Das heißt, wenn ein paar Endricks gesniped hat, hat man auf jeden Fall Geld gemacht. Man kann hier sogar auf 3 Wochen, eine Woche gucken, wie sich die Preise so genau entwickelt haben. Das ist richtig gut. Nur, dass ihr hier schon mal Bescheid wisst. So eine Seite braucht man auf jeden Fall, dass man halt die genauen Preise von Karten kennt. Ansonsten kann man ganz schnell Fehler machen beim Einkaufen, Verkaufen, alles drum und dran. Aber alleine dieser Balken hier unten, der zeigt, wie sich Karten entwickeln. Okay, Williams war anscheinend auch auf 80k extinct. Jetzt nach der Price Range Anpassung auch quasi ein Verdoppler innerhalb von einem Tag. Das ist sehr crazy, was mit einigen Karten passiert ist. Okay, wenn ihr oben auf Players drückt, kommt ihr in den Filterbereich. Hier könnt ihr nach Karten filtern. Jetzt sage ich euch, was man gut eingeben kann, um aktiv Coins zu machen. Es gibt aktives Trading und passives Trading. Aktiv heißt, ihr sitzt die ganze Zeit da, seid die ganze Zeit am Machen, macht dann aber auch schneller eure Coins. Passiv heißt, ihr kauft einmal ein, wartet 2 Wochen, 3 Wochen oder so, dann sind die Spieler verdoppelt, dann verkauft ihr sie alles. Ist entspannter wahrscheinlich, aber es dauert länger und man macht weniger Coins. Muss am Ende jeder entscheiden, ich werde beides vorstellen. Erstmal gehen wir jetzt auf aktives Trading. Ihr macht als Filter Gold Rare und Gold Non-Rare. Ja, applied den Filter. Dann würde ich das Ganze nach Preis sortieren, sodass man halt hier die teuersten vorne hat, die günstigsten hinten. Gehen wir einfach mal auf Seite 8 und dann kommt schon langsam Spieler, wo es interessant sein könnte. Denn ihr guckt nämlich nach Karten, die einen dicken Preis haben, wo man aber nicht damit rechnet, dass sie einen dicken Preis haben. Hiermit zum Beispiel einen Non-Rare-Innenverteidiger, der für 3k geht. Wir können einfach mal raufgehen. Okay, hier kann man aber dann auch relativ schnell erkennen, ob das Ganze Fake News ist. 3k ist dann jetzt gerade der günstigste Preis. Vorher ist aber für günstigere Preise gegangen. Das heißt, das ist bei ihm jetzt Fake News. Das heißt, wir gucken direkt weiter. So, und hier sind auch schon die ersten Karten, die realistisch sind, nämlich Mainu und Dinier. Meistens sind es nämlich Karten mit Top-Nationen, Deutschland, England oder eigentlich größtenteils sogar Frankreich und Brasilien. Oder dann halt auch noch zusätzlich im besten Fall in Top-Ligen oder sogar in der Premier League. Und das ist bei den beiden der Fall, deswegen glaube ich, dass bei Dinier der Preis auf jeden Fall echt ist. Wir können das auf 3 Tage stellen. Ja, der ging sogar für noch mehr. Das heißt, Denier ist wirklich 2000 wert. Und das wird viele Leute geben, die ziehen in den Pack, denken, oh, ich bin froh, wenn ich 400 für den bekomme. Das heißt, ich hau den jetzt einfach auf den Markt so. Das heißt, ihr versucht mit Sniping diese Spieler zu bekommen. Mit Bieten wird schwierig, weil die Karten sind ja wirklich eine Stunde lang auf dem Markt, und halt von der Stunde wird irgendjemand anderes das entdecken, wenn er für günstiges Bieten drauf ist und halt mitbieten. Aber bei Sniping, genau bei solchen Spielern, Spieler, die günstig aussehen, aber relativ teuer sind, die kann man sehr, sehr gut snipen, weil Leute, die halt auch gerne mal günstig raufstellen. Wir können das mal ganz kurz gucken mit Dinier. Also, wenn ihr euch einen Spieler rausgesucht habt, Dinier ist ein Beispiel, ihr werdet noch viele weitere Spieler finden, die teurer sind, als sie aussehen. Dann gebt ihr den Spieler einfach hier in der Suche ein, guckt erstmal, ob das Ganze
nochmal der Wahrheit entspricht, einfach double checken und dann seht ihr 1900, hier sind wir schon bei Minute 50. Also für den Preis kriegt man den auf jeden Fall weg für 1900. Das heißt, wir werden versuchen, ihn günstiger zu kriegen und ja, die Frage ist natürlich dann, ab wie viel Gewinn seid ihr zufrieden? Pro Karte mit 500 oder mehr? Man kann es ja erstmal so probieren und gucken und da werden immer mal wieder welche raufkommen, dann die ihr snipen könnt und die ihr dann auf jeden Fall für 1900 anbieten könnt. Und so könnt ihr auf jeden Fall aktiv, während ihr einen Film guckt, während ihr eine Serie guckt, könnt ihr snipen. Wir gucken uns die nächste Methode an. Das Coole bei der Methode eben ist ja, ihr kriegt die Spieler gesniped und sobald ihr da eine Karte abbekommt, könnt ihr die direkt für mehr verkaufen. Also der Gewinn wird innerhalb von Sekunden umgesetzt. Das ist natürlich nicht so einfach, die Karten zu bekommen. Aber es ist auf jeden Fall möglich. So, wir machen weiter. Jetzt geht es nämlich um das Snipen mit extinkten Spielern. Und dafür setzt ihr den Filter sortieren nach Preis. Und dann könnt ihr erstmal auf die allerletzte Seite gehen. Und dann seht ihr, dass hier auch alle Spieler angezeigt sind, die extinkt sind. Da haben wir zum Beispiel einen Pulisic, der für 10.000 extinkt ist. Und wir haben halt viele weitere Spieler. Upamecano, Sancho und. Chiesa. Ist er schon wieder extinkt, obwohl sein Preis angepasst wurde? Auf jeden Fall könnt ihr hier auf extinkte Spieler gehen, wenn ihr euch sicher seid, dass sobald sie eine Price Range Update bekommen, dass sie dann steigen. Wenn ihr sagt, okay, irgendein Spieler wie diese Paraluelo, sie hat wahrscheinlich eine Price Range bis 5.000. Wenn ihr euch sicher seid, sobald die Price Range angepasst wird, wird sie auf 7.000, 8.000 gehen. Dann könnt ihr jetzt einfach versuchen, viele, übertreibt es nicht, tut nicht euer ganzes Geld in einen Spieler, aber viele Karten von ihr zu snipen. Und wie gut das bei anderen Karten funktioniert hat, habe ich ja vorhin schon mal gut kurz angeschnitten. By the way, auch wenn bei FUTGG gerade stand, dass sie nur noch 4,7 wert ist und man hätte denken können, dass sie jetzt... Okay, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass jetzt so schnell komme, ich war noch am Reden. Aber auf jeden Fall, auch wenn man da hätte denken können, sie ist jetzt auf dem Markt, dann stimmt das auf jeden Fall nicht. Man sieht es ja alleine wegen Barcelona, alleine wegen Spanierin, wegen ihrem Tempo, weil man sie gut linken kann und weil 5.000 echt geschenkt ist, weiß man, also sie ist eigentlich eine, sobald die Price Range angepasst wird, ich sag, die wird 7, 8.000 wert sein. Das heißt, man kann hier auf jeden Fall gut probieren, ein paar von ihr mitzunehmen. Also man weiß natürlich nicht, wann die Price Range angepasst wird, wird wahrscheinlich aber auch nur so 2, 3 Tage dauern und dann kann man die Gewinne auch schon direkt realisieren. So, gucken wir uns kurz Karten an, die extinct waren. Da haben wir zum Beispiel einen Saliba, der bei 150 extinct war. Ich kenne einige, die gesniped haben, immer versucht haben, ein paar für 150 bekommen haben. Jetzt ist er 220 wert. Schon mal guter Gewinn. Wenn du 3 Karten da mitgenommen hast, hast du 200.000 Gewinn gemacht. Hendrik hatten wir uns ja auch schon angeguckt. 5.000 war wert, hat man auch immer mal wieder bekommen. Ist jetzt 10.000 wert. Also ein Verdoppler, wenn man den gut gesniped hat. Weil bei dem war ja auch offensichtlich, alleine wegen seinem Hype, Nation, Team, Liga, alles, dass der safe hochgehen wird so. Jude Bellingham ist natürlich das krasseste Beispiel. Der ist aber auch wirklich nur sehr, sehr selten auf den Markt gekommen. 240.000 war wert. Man sieht aber, jede Stunde wurden welche verkauft. Und jetzt ist er 400.000 wert, also pro Karte 200.000 gewinnen kann, konnte man da machen. Und das geht halt mit den Karten, die jetzt gerade immer noch extinct sind, kann man auch Gewinne machen. Vielleicht nicht auf Bellingham-Niveau, aber auf Endrick-Niveau. Wow, und Chiesa ist ja echt auch kompletter Dachschaden. 20.000 war der wert und kostet jetzt über 100.000. Also wer davon ein paar gesniped hat, hat seine Coins verfünffacht. Das ist crazy. Mit welchem Sniping man auch gut Coins machen kann, aber auch nur, wenn man schon mehr Coins hat jetzt wirklich. Und nur, wenn man sich wirklich auskennt, ist mit Icon-Sniping. Und ja, dafür setzt ihr den Filter Icon rein. Und im besten Fall habt ihr einen Zettel vor euch liegen und habt von jeder einzelnen Icon aufgeschrieben, für welchen Preis man sie zu 100% verkaufen kann. Ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, Torres für 700.000, Skulls kann für 150.000 verkaufen. Habt das alles auf den Zettel. Dann geht ihr jetzt auf die letzte Seite bei Minute 59 quasi und aktualisiert da die ganze Zeit und guckt euch jedes Mal die neuen Icons an, die reinkommen. Das ist eine crazy Trading-Methode, mit der man ganz schnell mit einem Spiel auch mal 100.000 oder mehr machen kann. Das letzte Mal, als ich hier gemeinsam mit Wakes drauf war. Wakes hätte fast einen Buffon für 160.000 bekommen. Ich hätte fast heftige Deals gemacht. Hab sogar einen Campbell auch bekommen, den ich danach für 100.000 mehr verkaufen konnte. Also Campbell hatte ich dafür, ich weiß gar nicht, knapp 200, dann habe ich den für 300 verkauft. Also das sind schon gute Sachen, die man hier machen kann. Und jetzt sind wir hier bei Minute 59. Ich habe jetzt gerade keine Liste vor mir. Je länger man das macht, desto mehr kennt man auch auswendig, wie die Preise sein sollten. Auf jeden Fall, um halt die Seiten zu aktualisieren, weil es reicht manchmal nicht, so nach rechts und nach links zu gehen. Drückt ihr dann Dreieck, drückt wieder B und dann geht ihr nach links und rechts. Und dann sind die Seiten oft aktualisiert und dann habt ihr auch die ganz neuen Spieler, die erst vor Sekunden raufgestellt worden und dann könnt ihr gucken, ob da jetzt zufällig
Maldini mal für 300.000 oder irgendwas raufgestellt wurde, wo man dicke Gewinne mitmachen kann. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr nice Methode, wenn man schon viele Coins hat, um ja schnell noch mehr Coins daraus zu machen und halt richtig dicke Gewinne umzusetzen. Aber wie gesagt, die ist schon auch aufwendig. Man muss hier gucken, man muss echt die ganzen Preise auf dem Schirm haben und. Aber wenn das der Fall ist, ist das auf jeden Fall auch super. Das war's aktive Trading. Jetzt kommen wir zum passiven Trading, wie ihr einfach jetzt, wenn ihr Coins habt, wie ihr jetzt einfach, wenn ihr keinen Bock auf Trading habt, auf dieses Arbeiten, wie ihr jetzt einmal eine Stunde euch hinsetzen könnt, Karten kaufen könnt und dann in ein paar Wochen auscashen und euer Geld verdoppelt habt. Das zeige ich euch jetzt. Wir sind wieder auf FUJIJI. Wir machen einen Filter von 84 bis 86, also so richtiges SBC-Futter, was ja sobald mehrere SBCs da sind, immer hoch geht. Da sind wir jetzt am Filtern. Wichtig ist für uns auf jeden Fall, dass es Gold Rares, Gold Non-Rares sind gut, Non-Rares werden jetzt nicht kommen. Und wir sortieren das Ganze nach Preis und dann suchen wir die günstigsten und auch die sinnvollsten Spieler. So, dann haben wir hier Greenwood für 1200, Grealish für 1300, trotz Engländer, Man City, alles drum und dran. Boah, wir haben hier sehr, sehr gute Karten zu einem sehr günstigen Preis, die man zu 100% mitnehmen kann. Das ist ja der Sofortkaufpreis. Also man kann die für 1000 vermutlich erbieten, für 1000 Münzen. Und sobald SBCs da sind, wo man massig davon braucht, wo SBC-Futter schnell steigt, sind solche Karten aus so einem Casemiro dann gerne mal 2500 Münzen wert. Also hier ist auf jeden Fall definitiv ein Verdoppler möglich. Nicht alles Geld in eine Karte stecken. Holt euch 10 Grealische, holt euch 10-mal Casemiro, wo er auch immer jetzt gerade hin ist. Holt euch 10-mal noch eine andere Karte, die hier sinnvoll ist. Und dann habt ihr da auf jeden Fall schon mal in SBC-Futter, wie auch so ein Martinez, habt ihr ein bisschen was an Coins drin, was auf jeden Fall gut ist. Was ja auch komplett idiotensicher ist, ist das erste Team of the Week. Also in die Spieler reingegangen zu sein. Dembélé war ja am Anfang 300k wert, ist, der ist jetzt 500k fast wert, das ist natürlich auch top. Aber auch was für SBCs ja immer wichtig ist, sind Informs. Und man kriegt hier einige der Informs, kriegt man sogar für 9.900, also quasi für Discard-Preis. Das ist idiotensicher, kann man 10 von mitnehmen. Es werden Informs safe irgendwann benötigt werden. Kann natürlich dauern, dass man die jetzt 1, 2, 3 Wochen rumliegen hat, aber die werden dann auf 20k oder so hochgehen und dann hat man auf jeden Fall schnell auch mal einen Verdoppler oder selbst wenn die auf 15k hochgehen. Runtergehen können sie ja nicht mehr und steigen werden sie auf jeden Fall safe und das sind easy Gewinne. Das sind Sachen, die habe ich die letzten Jahre immer nicht gemacht. Und dann nach 2 Wochen, wo man dann Informs benötigt hat und jede Informkarte dann 15k wert war, dachte ich mir so, Bro, warum habe ich das nicht getan? Das ist seit 10 Jahren das Gleiche. Die gehen jedes Mal wieder hoch. So, das ist free Coins. Dauert zwar ein bisschen, aber es ist free Coins. Man kauft einmal ein bisschen rein, hat das rumliegen und zack. Man macht aus seinem Geld einfach mehr. Da weiß man natürlich nicht genau, wie lange man warten muss. Man kann, eine letzte Methode, die ich noch sage, auch auf neue SBCs spekulieren. Wir haben jetzt zum Beispiel POTM Haaland bekommen. Und es werden sehr, sehr sicher weitere POTMs jetzt in nächster Zeit rauskommen. Wir haben einmal Rafinha. Den werden bei POTMs und so ist es halt so, die werden von extrem vielen Leuten abgeschlossen. Erst rechts und Rafinha, weil der wird jetzt nicht so teuer sein wie Haaland. Bei Haaland ist es so, nicht jeder kann sich den leisten. Rafinha werden sich schon mehr leisten können. So die ersten POTMs, die Hälfte der Leute in FIFA rennen mit denen rum. Man braucht dann aber auch Karten, womit man die linken kann. Und wen kann man mit Rafinha linken? Zum Beispiel die eine Frau vom Barca, die wir vorhin gesehen haben, die extinct ist. Das heißt, die könnte, sobald dieser Rafinha da ist, nochmal hochgehen. Éder Militão als Brasilianer aus der La Liga wäre ein Spieler, den man top linken kann. Man kann überlegen, welche Spieler wird man, sobald dieser Rafinha da ist. Jeder zweite in FIFA wird diesen Rafinha in sein Team haben und will ihn auf Chemie bringen. Welche Spieler kann man gebrauchen? Welche sind gerade noch zu günstig? In die kann man reingehen. Bei der Serie A weiß man auch schon, Thuram wird kommen. Bei Thuram ist halt so die Frage, werden den so viele abschließen wie Rafinha? Aber da gibt es auch bestimmt Leute von Inter oder Franzosen aus der Serie A, die vielleicht sogar noch 700 Coins kosten oder so, die Leute dann benutzen müssen für Chemie, wo man auf jeden Fall auch gucken kann, dass man da reingeht. Also man kann quasi für Karten, die kommen werden, wo man sich schon sicher ist, die Karten, die benötigt werden für Links, für Chemie, sich die jetzt schon holen. Weil es ist ja auch safe, dass solche Karten hochgehen werden. Und es kommen ja nicht nur immer SBCs, sondern es kommen auch Team of the Week Karten. Hier aber nicht die Links einkaufen. Wenn man jetzt sieht, dass Olysee als Team of the Week kommt, wird deswegen kein Musiala steigen oder kein Upamecano. Das ist sogar noch ein besseres Beispiel, weil der ja sogar selbes Team, selbes Land ist. Aber Olysee ist ja ein Inform.
den hat nicht jeder. Manche kaufen sich den Inform, manche nicht. Bei SBCs ist es was ganz anderes. Die schließt fast jeder ab. Bei Informs nur wenige kaufen sich den. Deswegen geht man hier nicht darauf, die Links zu kaufen, sondern man geht darauf, die Karten zu kaufen, bevor sie aus den Packs rausgehen. Beispielsweise Uli See ist eigentlich relativ sicher, dass er kommen wird und der hat sogar auch eine ziemlich coole Goldkarte. Auch ein paar andere hier haben ziemlich nice Goldkarten, die gerade noch einen soliden Preis haben, die es aber noch gar nicht so häufig gibt, weil ja das Game noch nicht mal eine Woche draußen ist. Und sobald man halt den Inform ziehen kann, kann man die Goldkarten nicht mehr ziehen. Und dann gehen die Goldkarten auf jeden Fall hoch, weil Leute diese Karten trotzdem haben wollen, brauchen, bekommen möchten für ihr Team of the Week Team und. Und das ist ganz normal, sobald Karten aus den Packs rausgehen, die Goldkarten, gehen sie im Preis hoch. Das ist aber nur die ersten Wochen in FIFA so. Am Ende im Juli, August juckt es nicht mehr, ob es die Karten nicht mehr in den Packs gibt, weil es die sowieso schon im Laufe des Jahres 1 Milliarde mal gab. Jetzt aber in der Anfangsphase ist es was anderes. Die Goldkarten gab es bisher so selten. Und die Leute haben aber so sehr Bock am Anfang auch genau auf diese Goldkarten, dass dadurch die Preise gute Meter machen können. Das heißt, das im Blick haben. Und das ist ja eine Team of the Week Prediction hier, die man hier sieht. Vielleicht habt ihr sogar Team of the Week Karten im Kopf. Oder ihr arbeitet halt mit den Leaks, aber sobald die Leaks da sind, ist eigentlich schon zu spät. Vielleicht habt ihr Karten im Kopf, die einen Dreierpack gemacht haben, die aber bei diesen Predictions meistens gar nicht drin sind, deswegen im Preis auch noch gar nicht hochgegangen sind, wo ihr einfach mal ein paar von mitnimmt, weil ihr wisst, die Goldkarte von denen ist auch cool, wollen Leute haben. Geht vielleicht ein bisschen Risiko, aber könnt dann sogar noch mehr Gewinn machen. Ich weiß, Leute, das war sehr viel Input, aber ich wollte ein Video machen, wo ich einmal alles erkläre. Man muss ja nicht alle Trading-Methoden davon umsetzen und machen, sondern man sucht sich ein, zwei Sachen davon raus, macht am Anfang die Objectives, kauft sich Coins und geht dann weiter in die dickeren, langfristigeren Investments. Und ja, ihr werdet es bereuen, wenn ihr es nicht tut, ganz ehrlich. Ich habe es jahrelang jedes Mal bereut. Und so macht man einfach echt schnell, easy Coins. Das war's heute von diesem Video und diesem Tutorial. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen und geholfen. Schreibt gerne auch eure Lieblings-Trading-Tipps in die Kommentare, so einfach, um den anderen hier zu helfen. Und wie gesagt, wenn ihr Coins kaufen wollt, checkt gerne immer meinen Partner Lootbar ab. Der Link ist in der Beschreibung. Die achten immer darauf, dass sie die günstigste Coin-Shop sind. Wirklich, die vergleichen sich mit allen anderen Shops. Und wenn einer günstiger wird, setzen die auch direkt die Preise runter. Das ist crazy. Mit dem Code PRO und spart ihr nochmal. Und man kriegt jedes Mal auch seine Coins, sogar noch extra Coins geschenkt. Also das ist einfach zu crazy. Checkt gerne Lootbar, wenn ihr Coins kaufen wollt. Viel Spaß, viel Erfolg beim Traden. Ich bin raus, macht's gut. Ciao.